großartig gemacht und großartig vorbereitet. Ja, und nun, sehr geehrte Damen und Herren, ist es uns auch in diesem Jahr wieder eine ganz besondere Ehre, dass Helena Bierenbaum aus unserer israelischen Partnerstadt bei uns ist, in Mal ist, dass sie an dieser Gedenkfeier teilnehmen und dass sie auch in diesem Jahr wieder sprechen werden zu uns. Und unter anderem haben sie uns das Gedicht Mein Vater mitgebracht. Das wurde auch auf ihren Plätzen verteilt. Und ja, kommen Sie gerne nach vorne, Frau Bierenbaum.